Ja, hallo liebe Freunde, ich bin's, der Drösi, Drösis Rockrevue, Heidekreis Live-Musik. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mal 10 Titel für euch einzuspielen, damit ihr in dieser doofen Zeit auch mal von zu Hause was hören könnt, wenn ihr nicht rauskommt oder raus könnt in die Lokale hinein. Und diese 10 Titel sollen es heute werden. Ja, dieser Titel, liebe Leute, der jetzt kommt, hat eigentlich eine ganz traurige Geschichte, handelt von Kindern, die nicht wieder zurückgekommen sind. Runaway Train von Soul Asylum. So
nächste Titel und die nächste Band haben mich stark geprägt. Ich komme ja aus dem Heidekreis und hier im Heidekreis gibt es ja einen ganz berühmten Gitarristen, nämlich den Rudi Schenker. Und von ihm oder auch seiner Band kommt die Hymne Wind of Change, The Scorpions. Ja, ich selber würde mich jetzt nicht unbedingt als einen guten Sänger bezeichnen, weswegen ich mich auch auf Gitarre spezialisiere. Aber der nächste Song kommt mit einer Sängerin daher, die hat so eine richtige Reibeisenstimme. Diese Stimme hätte ich gerne, natürlich in männlich. Und der Song heißt It's a Heartache
von Bonnie Tyler. Zeitig naturgemäß nicht ganz so viel. Dieser Herr hier hat sich aber aus seiner damaligen Band Take That dann auch irgendwo herauskristallisiert als Solokünstler und die Scheiben und Songs von Robbie Williams waren in der Tat durchaus gut oder sehr gut. Und dieser hier hat mir besonders gefallen, viel. Talk to God, and He just lives.
Eine meiner Lieblingsbands war eine ganze Zeit lang Rayman, sogar noch größer als Scorpions und so weiter bei mir. Dann haben sich Rayman aufgelöst und Ray Garvey gibt es natürlich heute noch, der ist ja auch super, keine Frage. Aber dieser Song von Rayman hat mir immer besonders gut gefallen und zwar ist es Star. Hat es mir dann in meiner aktiven Gitarrenkarriere doch durchaus sehr angetan, muss ich sagen. Und dieser Song hier, wieder hier, da ist mein Herz doch voll am Lodern, der gefällt mir ausgesprochen gut. Ich hab dich wirklich lieb, wenn du mich
Every generation got its own disease. Thank you.
Melodie, wenn ihr mich fragt. Jeder kennt das Riff sofort. 2 Sekunden, du weißt Bescheid. Die Rede ist vom grundsätzlichen Song von Lynyrd Skynyrd. Ja, aber Kid Rock hat eine eigene Version davon gemacht und die heißt All Summer Long. Muss ich sagen, das sind 3 Brüder, die Hansons, sind mir gar nicht bewusst gewesen, aber ihr Song Bob prägt sich ja dann doch ganz gut ein und hat ja ein schönes Riff, also gibt's den jetzt. We'll be right back.
ist der absolute Chef im Rockbusiness. Naja, da gibt es eigentlich nur einen. Und der nennt sich selber auch The Boss, Bruce Springsteen. Und hier gibt es ein ganz tolles Lied, Human Touch.
herzlich bedanken. Ich hoffe, euch haben meine Songs ein bisschen gefallen. Das ist alles eine doofe Situation dieses Jahr, letztes Jahr. Ich spiele auch lieber draußen vor den echten Menschen. Aber im Augenblick muss es ein Video auch tun. Aber verlasst euch darauf, Drösis Rock Revue kommt. Und da gibt es ja einige Sets, die ich im Petto habe. Macht es gut, eine wunderschöne Zeit für euch. Euer Drösi.